Meine Damen und Herren, jetzt aber nochmal zurück in die erste, alle Spiele auf einen Blick. Bayern München bei Uerdingen 2:2, Frankfurt Stuttgart 4:0, Wattenscheid Nürnberg 0:1, Dortmund St. Pauli 5:2, Köln Kaiserslautern 2:6, Mönchengladbach Düsseldorf 2:0, Hamburg Karlsruhe 2:2, Bremen Bochum 2:1 und Hertha BSC Berlin Bayer Leverkusen 1:2. Und das ist die Abschlusstabelle der ersten Liga. Der neue deutsche Meister heißt 1. FC Kaiserslautern vor dem Titelverteidiger FC Bayern München, der genauso wie Bremen, Frankfurt und dem HSV im UEFA-Pokal spielt. Ob das mit Stuttgart klappt, hängt vom Pokalendspiel ab. Und dann schauen wir nach unten, wo sich ja bereits Uerdingen und Berlin verabschiedet hatten. St. Pauli muss in die Relegation und Nürnberg ist gerettet. 263.000 Zuschauer kamen heute in die Stadien, so viel wie noch nie in dieser Saison. Insgesamt aber blieb der erhoffte WM-Boom aus. Mit 6,3 Millionen Zuschauern waren es nur unwesentlich mehr als in der letzten Spielzeit. Torschützenkönig Roland Wohlfahrt, immerhin ein Titel, für München 21 Treffer, vor Jan Fuchtok, HSV, 20 Tore. Und dann das leidige Thema rote Karten. Heute gab es noch mal 3 und damit insgesamt sage und schreibe 46 Feldverweise. Ein einmaliger, ein trauriger Rekord. 15 mehr rote als in den bisherigen Negativrekordjahren 85, 86 und 89, 90. Und dabei hatte der Deutsche Fußballbund für diese Spielzeit die Losung ausgegeben: Fair Play bitte. Es kam auch hier ganz anders als gewollt. Und deswegen blicken meine Kollegen Benno Neumüller und Jürgen Bergner noch einmal zurück im Zorn. Stell dir vor, der DFB gibt ein Motto aus und keiner schert sich drum. Erlebt haben wir jedenfalls viel zu viele unschöne Szenen. Wenn man einem vors Bein tretet und dann ist das, dann tut das dem weh. Und dann, wenn man den voll auf den Fuß tretet oder über den drüber läuft. Das mag ich auch sagen. Fair Play bitte, so lautete der Appell des DFB an die gesamte Fußballszene, insbesondere an die Zuschauer. Wir wollen damit erreichen, dass das Publikum weiß, dass unsere Fußballfans keine Rowdies sind, dass sie schon gar keine Hooligans sind. Recht hat er. Fans ja, Hooligans nein danke. Sie gehörten eigentlich hinter Gitter. Das ist ein Sport für mich, sonst nichts. Einfach die Lust auf Gewalt, sonst nichts. Sonst nichts. Für einige Chaoten in Ost und West ist die schönste Nebensache der Welt längst nur noch Nebensache. Fußball interessiert sie nicht. Randale wird groß geschrieben. Wo bleibt da die Fairness? Ich habe keine Waffen. Ich habe nie Waffen mit. Also nur immer Fäuste und sonst gar nichts. Also fair bleiben. Beschämend. Wie auch der Umgang mit unseren schwarzen Perlen. Wenn wir reinkommen ins Stadion, die anderen Zuschauer rufen sie Busch, Busch, Neger in Busch. Die so Beschimpften antworteten auf ihre Weise. Aber auch auf dem Rasen ging fair nicht immer vor. Der alte Slogan, 11 Freunde sollt ihr sein, gehört längst der Vergangenheit an. Man kann vor dem Spiel kann man Freund sein, nur im Spiel gibt es keine Freunde. Da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Es geht um so viel. Da muss auch mal die Freundschaft drunter leiden. Das Fußballspiel ist zum knallharten Geschäft geworden. Der Zweck heiligt die Mittel. Auf dem Platz gibt es keine Freunde oder so. Und wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Na klar, wer verliert schon gerne? Der Druck auf Spieler und Trainer ist schließlich enorm groß. Jawohl! Nimm ihn an, nimm ihn an! Körper zwischen, Körper zwischen! Hey, Paul! Hey! Hey! Ja, komm nochmal, komm nochmal! Hier, lass fallen, komm, komm, war gut! Fairness und Hollywood, auch das verträgt sich nicht. Die Schauspielerei trieb immer seltsamere Blüten, teilweise mit ernsten Folgen. Für viele Fußballfreunde ein Schlag ins Gesicht.
Verschätzt hatte sich Erich Rutemöller. Er kreierte den Spruch der Saison. Otze hat mit mir kurz gesprochen und ich meine, man sollte ihm die Chance nicht nehmen, ins Pokal ins Spiel zu kommen. Da habe ich gesagt, mach es. Das Eigentor des Jahres schoss Frank Ordenewitz. Nicht aus Versehen, wie sonst üblich, sondern mit Kalkül und mit Anlauf. Der DFB konnte über den Ordenewitz nicht lachen. Das allzu dehnbare Fußballregelwerk des Verbandes hat seine eigenen Gesetze und Zwänge. Die Regel ist nun mal da und die muss auch Bestand haben und danach sollte man sich richten. Danach haben sich alle zu richten. Wir haben versucht, die ein wenig zu umgehen und letztlich kann das nicht fair sein. Lächeln kann er jedenfalls noch. Vielen Schiedsrichtern dagegen ist das Lachen vergangen. Als Sündenbock und als Zielscheibe für jedermann war es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Das Fernsehen und seine Zeitlupen taten ihr Übriges. Die neu eingeführte rot-gelbe Kartenregelung sollte nicht verwirren, sondern der schwarzen Zunft hilfreich zur Seite stehen. Denn die hat von Fairplay noch nicht viel zu spüren bekommen. Im bezahlten Fußball ist das Motto weit gefehlt. Eine Ferkelei besonderer Art, die Eigentoreskapaden des Vlado K. aus N. Derlei Fehltritte gab es noch viele mehr. Die traurige Konsequenz, eine Rekordflut von gelben und roten Karten sowie Trainerentlassungen, davon einige recht dubios. Und dann habe ich kurz vor 7 Videotext angeschaltet und da stand schon eine Meldung, dass ich praktisch beurlaubt bin. Diese Meldung wurde anschließend nochmal in einer Nachrichtensendung im Fernsehen bestätigt. Und dann habe ich eigentlich auf den Anruf eines Verantwortlichen aus Bochum gewartet. Auch ich kann mich irren, errare humanum est. Es bleibt ein bisschen Kopfschütteln nach einer ansonsten begeisternden Saison. Doch wer weiß, vielleicht wird ja in der nächsten Spielzeit das Motto Fair Play bitte ein wenig ernster genommen. Ja, aber jetzt wollen wir den Ernst beiseite schieben und nochmal die Lauterer Freude teilen. Stellen Sie sich nochmal vor, Anfang vorigen Jahres. Der 1. FC Kaiserslautern kämpfte um den Klassenerhalt. Dann kam Kalli. Klassenerhalt geschafft, anschließend der Pokalsieg und jetzt die deutsche Meisterschaft. Das ist ein modernes Fußballmärchen. Hans-Reinhard Scheu im Gespräch mit den Feldkamps. So nah liegen Freude und Leid beieinander. Torwart Ehrmann vor einer Woche gescholten, heute gefeiert. Verschwunden der Vater des Erfolges. Haben Sie Ihren Mann eigentlich schon gesehen? Ich habe ihn überhaupt noch nicht gesehen. Ich suche und suche. Der ist, glaube ich, gleich in die Kabine, damit er nicht erdrückt wurde. Er wird sich da ein bisschen sammeln, nehme ich an. Suchet und ihr werdet finden. Die ARD hat ihn. Karl-Heinz Feldkamp, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Was empfinden Sie in dieser Stunde, genauso wie die 40.000, den Überschwang der Begeisterung oder mehr stille Genugtuung? Nein, es war schon laut in der Kabine und es war ja auch kurz nach dem Spiel hier. Ja, chaotisch kann man nicht sagen, es war ja positiv und ich habe eigentlich versucht, da rauszukommen, denn es war beängstigend. Man muss noch ein bisschen Abstand haben, eine halbe Stunde, Stunde. Wenn wir wirklich die schöne Schifffahrt machen, dann haben wir wahrscheinlich Zeit, das alles zu genießen. Sie haben wieder mal Recht behalten mit Ihrer Mannschaftsaufstellung. Sie bringen Winkler und Haber und beide machen jeweils 2 Tore. Sie haben einfach das Händchen. Man hätte das, wenn man das Spiel verloren hätte, wieder umgekehrt auch gesagt. Ich bin froh, dass ich mich davon nicht habe abbringen lassen, was im Vorfeld alles wir falsch gemacht hatten. Ich muss in dieser Situation sagen, man soll doch, wenn man ein ganz erfahrener Trainer war, wie der Udo Lattek das war, doch eigentlich nicht versuchen, dann seinen eigenen Trainer so unter Druck zu setzen und auch noch andere. Das geht manchmal nach hinten los. Das ist für mich eine Warnung, wenn ich mal solche Dinge angeboten bekomme, mal vom Trainersessel wegzugehen, lange darüber nachzudenken, ob sich das lohnt.